Gut. Jutta, du kannst loslegen. Shalom und guten Abend. Ich darf Sie gemeinsam mit meiner Vorstandskollegin Ursula Schmidt herzlich im Namen der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Bonn, zu einer weiteren Videokonferenz im Rahmen unserer Online-Veranstaltungsreihe mit Gesprächspartnern aus Israel begrüßen. Heute wird Oliver Frankovic zum Thema Nie wieder referieren. Er ist uns aus Israel zugeschaltet. Lieber Oliver, herzlich willkommen. In seinem Vortrag berichtet Oliver von seinen Erfahrungen mit Zeitzeugen des Novemberpogroms und mit Überlebenden des Holocaust. Er erzählt die Geschichte der Überlebenden, die vor und nach dem Holocaust nach Palästina geflohen sind und zu Mitbegründern und Verteidigern des Staates Israel wurden, weiter. Thematisch setzt sich der Vortrag zudem mit der israelischen Staatsräson Nie wieder auseinander. Dabei behandelt Oliver insbesondere den eliminatorischen Antisemitismus, dem der jüdische Staat seit seiner Gründung ausgesetzt ist, und geht darauf ein, wie diese Gefahr vor dem Hintergrund der Erfahrung des Holocaust verstanden und bekämpft wird. Kurz zum Prozedere. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person wird Oliver den Vortrag halten. Danach können Sie, wie schon bei unseren anderen Veranstaltungen, Fragen über die Kommentarfunktion bei YouTube stellen, die Ursula an ihn weiterleitet. Wir begeben uns nun in den Hintergrund und übergeben das Wort an Oliver. Noch ein Hinweis: Unser Livestream bleibt auch nach Aufzeichnung aus unserem YouTube-Kanal erhalten. Und jetzt kannst du loslegen, Oliver. Guten Abend, danke an euch für die Einladung. Guten Abend an alle Zuhörer und Zuschauer, die mich sehen und die ich nicht sehe. Ich bin hier in Israel, ich lebe seit 13 Jahren in Israel und ich arbeite als Pflegehelfer im Elternheim Pinchas Rosen. Das ist ein Altenheim, die nennen das Elternheim. Und dieses Elternheim gehört zur Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft, ein Solidaritätswerk, das gegründet wurde für deutsche und kulturdeutsche Einwanderer. Aus demografischen Gründen bilden die 5 Elternheime der Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft heute den Schwerpunkt der Verbandstätigkeit. Und das Elternheim, in dem ich arbeite, befindet sich in Ramat Gan, einer Stadt in der Metropolenregion Tel Aviv. Und um einen Eindruck zu bekommen, mit welchen Menschen ich arbeite, ein kurzer Filmausschnitt. Wir sind 3 Generationen Soldaten, die in Deutschland gedient haben. Der erste, wo ist der denn? Nö, das ist ja gar nicht. Hier. Das war der erste im Jahr 1870. Da war noch nicht Deutschland, da war Preußen. Das ist der Bruder eines Urgroßvaters. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Dann kam der Erste Weltkrieg. Da sind 2 Brüder meiner Mutter gefallen. Das ist der eine davon. Das zweite Bild habe ich nicht. Ah, hier ist das zweite. Ist egal. Also die beiden sind gefallen. Kannte ich natürlich nicht. Und das war mein Vater. Auch im Ersten. Lore Wolf, geborene Danziger, inzwischen leider verstorben, wurde 1922 geboren im niederschlesischen Brieg. Und ihr Vater war, wie man in dem kurzen Film jetzt gesehen hat, Offizier im Ersten Weltkrieg, deutscher Patriot und Arzt. Und ihre Mutter war Kinderärztin und Lore erinnert sich oder hat sich erinnert gern an ihre Kindheit, an ihre frühere Kindheit. Ihre Kindheit endet, als sie 11 Jahre alt war. Dann haben sich angefangen, ihre Freundin von ihr zu distanzieren. Und sie wurde nicht mehr von den Nachbarsfamilien eingeladen. Ihre große Leidenschaft war das Reiten, aber im Reitstall wurde ihr gesagt, dass ihr Pferd arisch sei und sie nicht mehr kommen soll,
Ihr Vater verlor den Doktortitel und durfte keine Nichtjuden mehr behandeln. Im Januar 1933 lebten ca. 530.000 Juden in Deutschland und bis 1938 waren aufgrund der sich immer weiter verschärfenden Diskriminierung, Entrechtung und Ausgrenzung 130.000 Juden aus Deutschland ausgewandert. Der Gedanke an Ausreise stand auch bei Lores Familie im Raum, aber der Vater war der Meinung, dass die Familie nirgendwo außer in Deutschland leben könne. Diese Familie war sehr tief im Deutschtum verwurzelt. Der kurze Film hat einen Eindruck davon gegeben. Erst als die Diskriminierung der Juden und die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft eskaliert wurde, bewarb sich Lores Vater für ein Einreisezertifikat nach Palästina. Und dann kam die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Diese Annahme, die Nazis würden sich nicht an der Macht festsetzen können, erwies sich als fataler Trugschluss. Es war so, dass sich der Verstand der allermeisten Juden gegen diese Möglichkeit von dem staatlich gelenkten Pogrom in diesem zivilisierten Deutschland gesperrt hat. Lore hat die Pogromnacht bei einer Schwester von ihrem Vater erlebt, deren Töchter bereits nach Palästina ausgewandert waren. Gegen 3 Uhr morgens wurden die Türen mit Eisenstangen eingeschlagen. Nazi-Schergen haben mit einer Axt vor ihren Augen die Wohnungseinrichtung kurz und klein geschlagen. Lore und ihre Tante wurden abgeführt und mit anderen Juden in einer Art Stall festgehalten. Die Synagoge der Stadt stand in Flammen und die Männer wurden auf den Hof der jüdischen Schule abgeführt und danach nach Buchenwald deportiert. Nach ein paar Tagen bekam Lores Mutter einen Anruf, dass ihr Vater abgeholt werden kann, unter der Auflage, umgehend das Land zu verlassen. Ihre Mutter war nicht in der Lage zu gehen. Lore ist gegangen, hat sich aufgemacht, ist an den Treffpunkt gegangen, der ihr gesagt war, hat sich dort umgeschaut und ihren Vater nicht gesehen. Dann kam ein Mann, ihr fremd, von hinten zu ihr hin, hat ihr an die Schulter gefasst. Ein Mann in furchtbarem Zustand, ohne Haare, ungewaschen und in Kleidern anderer Leute. Und Lore hat ihn nicht als ihren Vater erkannt, aber es war ihr Vater. 30.000 Juden wurden im Zug des Pogroms in die Konzentrationslager verschleppt. Hunderte wurden getötet. Gesunde Männer kehrten gebrochen nach Hause zurück, so auch Lores Vater. Aus dieser Frage, bleiben oder gehen, wurde raus um jeden Preis. Nach der Reichspogromnacht wanderten bis Ende 1939 120.000 Juden aus. Und wenn ich sage, um jeden Preis, der Preis war sehr hoch, zur Reichsfluchtsteuer kamen Sühneabgaben und andere Schikanen. Es war so, dass in der Zeit Juden bei Veräußerungen durch Steuern und Gebühren 96% Verlust erlitten haben. Außerdem war der Zugriff auf Geld und Wertpapiere für sie gesperrt. Und so kam es, dass auch ehemals vermögende Familien Probleme hatten, das Eigenkapital aufzubringen, das sie gebraucht haben für ein Kapitalistenzertifikat für Palästina. Weil die britische Mandatsmacht in Palästina bereits seit 1937 die Arbeitereinwanderung reglementiert hat und nur die Einwanderung gegen Nachweis von Eigenkapital zunächst nicht eingeschränkt hat. Und andere Fluchtwege waren den Juden versperrt, da sich die Länder der Welt geweigert haben, die Juden aufzunehmen. Eine der einzigen Möglichkeiten, die es gab, Kinder und Jugendliche zu retten, war die Kinder- und Jugendalia, eine jüdische Organisation, die versucht hat, möglichst viele Kinder und Jugendliche nach einer Tauglichmachung mit einem entsprechenden Zertifikat in eine der landwirtschaftlichen Siedlungen in Palästina in Sicherheit zu bringen. Also dafür gab es auch ein Zertifikat. Tauglichmachung heißt, die mussten auf so ein Auswandererlehrgut Grundsachen von Landwirtschaft erlernen und dann wurden die aufgenommen in diesen landwirtschaftlichen Siedlungen, also in den Kibbuzim. Und diese Kinder, die sind ohne ihre Eltern nach Palästina gelangt und auch viele von meinen Bewohnern. Und dazu auch einen kurzen Film. Weltkrieg. Dann vorgestellt hatte. Also das ist das Haus von meinem Onkel in Haifa, Palästina, im Jahr 1938. Und hier zeichnete ich die ganze Familie, die dann
im Gänsemarsch dorthin wandert. Aber leider bin ich von diesen ganzen Personen, die man hier sieht, war ich der Einzige, der dorthin gekommen ist. Die anderen sind ausgewandert, woanders hin oder leider ins Konzentrationslager gekommen und dort ermordet worden. Das ist der Moment, wo meine Eltern mich zur Bahn bringen. Und im Berliner Anhalter Bahnhof fährt der Zug nach Triest. Das ist eine Geschichte von Jair, der vom Leben ist, der ohne seine Eltern nach Palästina gekommen ist. Eine andere Bewohnerin von mir, inzwischen leider verstorben, Regina Kessler aus Berlin, hat mir erzählt von der Reichspogromnacht, hat mir erzählt, wie die Synagoge, die ihr Vater jeden Schabbat besucht hat, in Flammen stand und wie die Familie in ihrer Wohnung in einem Berliner Mehrfamilienhaus saß, als wenig später die Gestapo auftaucht. Geistesgegenwärtig geht ihre ältere blonde Schwester ins Treppenhaus, um den Schergen zu erzählen, dass die Juden im Haus bereits abgeholt worden sind. Und so fallen die Familie Kessler oder die Familie von ihr an dem Tag nicht in die Hände der Gestapo. Und Regina selber nutzt die letzte Möglichkeit, die es damals noch gab, zur Flucht aus Deutschland, die Rettungsaktion Kindertransporte. Wie 10.000 andere Kinder, die Anstellungen in England fanden, wurde sie mit den Kindertransporten auf die Insel ausgeschleust. Sie fand Anstellung als Haushälterin bei einer jüdischen Familie in Southampton. Dort hat sie die mörderischen Bombardements der deutschen Luftwaffe miterlebt. Ihre Eltern und ihre Schwester, die eben an dem Abend von der Reichspogromnacht ins Treppenhaus gegangen ist und die Gestapo weitergeschickt hat, fielen alle Holocaust zum Opfer. In dem Heim, in dem ich arbeite, galten sehr lange sehr strenge Aufnahmebedingungen, deren wichtigste Deutsch als Muttersprache war. Es gab lange Zeit sehr lange Wartelisten. Diese wurden dann kürzer und schließlich wurden die Aufnahmekriterien aufgeweicht. Statt Deutsch als Muttersprache reicht es irgendwann, Deutsch zu sprechen. Und auch dies wurde irgendwann nicht mehr verlangt. Das Heim öffnete sich Einwanderern aus Polen, der Tschechoslowakei, Rumänien und Ungarn. Die meisten von ihnen Überlebende des Holocaust, denen erst nach dem Zweiten Weltkrieg die Einwanderung gelang. Einer davon, Moshe Givon, inzwischen leider auch verstorben, hat mir sehr viel erzählt. Ein ungarischer Jude hat sich erinnert, wie am Tag nach Pessach 44 die Juden aus Borsa, also es gibt heute in Rumänien, war damals Ungarn, aus ihren Häusern getrieben wurden. Die Juden wurden in der Synagoge der Stadt eingepfercht. Und er hat sich erinnert, wie unerträglich eng es war. Es ist so ein Trauma, das ihn ewig verfolgt hat. Und sie wurden in dieser Synagoge einige Tage festgehalten und dann ins Ghetto Wieschow deportiert. Und dort wurden die Männer gezwungen, sich zu rasieren. Und es war das allererste Mal, dass Moshe seinen Vater weinen sah. Stolzer Mann, der in der Armee Österreich-Ungarns gedient hatte. Das Ghetto wurde vergrößert und verkleinert. Und schließlich kam die Ankündigung, das Ghetto würde geräumt werden und den Juden im Ghetto wurde erzählt, es ginge nach Jugoslawien, aber tatsächlich gingen die Transporte nach Auschwitz. Moshe war mit seinen Eltern und seiner Schwester und seiner sechsjährigen Cousine im ersten Transport. Am Bahnhof stiegen sie in die Viehwaggons des Zuges. Die Waggons waren überfüllt und der Zug hat sich nicht bewegt. Stand 2 Tage lang, so hat Moshe erzählt. Ein weiteres Bild und ein weiteres Trauma, das sie nicht mehr losgelassen hat. Als sie dann nach Birkenau kamen, stand der Zug erneut für lange Zeit und Moshe hat angefangen, den Terror der Deutschen zu begreifen. Denn je länger sie in den Viehwaggons zusammengedrängt waren, desto sehnsüchtiger warten sie darauf, diese endlich verlassen zu dürfen, egal wohin. Ich habe einen kurzen Film auch über Moshe. Er redet dort Hebräisch, aber das ist jetzt nicht so wichtig, damit man einen Eindruck von ihm bekommt, zeige ich den. Ja.
Danke, Jenny. Mag Lore Itio Tamiote. Mag Lore Itio Tamiote. Immer haben wir Nashim, Waba Ben Advarim, Vetila Ku. Also, was er jetzt hier beschrieben hat in dieser kurzen Sequenz, war die Selektion. Selektion in Auschwitz, wo seine Eltern und die Cousine, die Sechsjährige, ins Gas geschickt wurden und er zu den Zwangsarbeitern kam. Er kam nach Lagisha, in dieses Zwangsarbeiterlager Lagisha von Auschwitz und war dort. Und was er da durchgemacht hat, waren harte Arbeit, Auszehrung, Schläge, Hunger. Und er erzählt, dass täglich Mitgefangene gestorben sind an Hunger und an Schlägen. Und regelmäßig wurden Arbeitsfähige ausselektiert. Und er selber war irgendwann so abgemagert, dass er nicht mehr sitzen konnte. Und auch er wurde aussortiert für die Gaskammern. Und er hat warten müssen mit anderen Ausselektierten auf seine Deportation. Aber der Lastwagen, der sie hätte holen sollen, kam nicht. Und sie wurden zurückbeordert. Und der nächste Tag war Sonntag und er blieb am Leben. Und eine der Sachen, die er erzählt hat, war, wie einmal ein Splitter von einer russischen Bombe ins Lager gefallen ist. Und jemand das aufgehoben hat, einer von den Gefangenen, und geküsst hat und daraufhin erschossen wurde. Was ganz interessant ist, dass wenn er erzählt, also was so der Punkt ist, an dem er am längsten hängen bleibt, ist so diese Entmenschlichung. Also nicht das Allerschlimmste, was er erlebt hat, sondern der Punkt, wo eben sein Vater zum ersten Mal geweint hat, weil er rasiert wurde. Und auch bei Lore war es so, dass sie da ihren Vater zu sehen, nachdem er da im Konzentrationslager war. Also dieser Beginn, diese Entmenschlichung, das sind so die Traumas, die am allerstärksten dann noch auch auf die Leute wirken. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Überlebenden vom Holocaust. Aber ich habe die Bewohner vom Heim nie darauf reduziert, Überlebende vom Holocaust zu sein. Ich habe ihn immer zuallererst und zuallervorderst Gründer gesehen und Verteidiger vom Staat Israel. Und mit der Zeit und dem zunehmenden Eindringen in ihre Geschichten wurde die Verbindung zwischen ihrer Erfahrung mit der Judenverfolgung und Vernichtung und der Bedeutung, die der Staat Israel für sie hat, für mich immer deutlicher. Viele Bewohnerinnen und Bewohner, die mir vom Holocaust erzählt haben, haben mir auch deswegen vom Holocaust erzählt, weil sie von der Sorge geplagt waren, dass nach dem Ableben der letzten Zeugen die Leugnung und Relativierung des Holocaust einsetzt. Und ich schreibe sehr viele Geschichten auf, erzähle sehr viele Geschichten weiter und das geschieht nicht nur mit Einwilligung, sondern meist auf ausdrücklichen Wunsch der Menschen, die wollen, dass ihre Geschichten weitererzählt werden, weil sie wirklich an ihrem Lebensabend geplagt sind von der Idee, dass der Holocaust geleugnet und relativiert werden wird. Und entsprechend graut es mir jedes Mal, wenn ich mitbekomme, wie in Deutschland der Holocaust zunehmend relativiert wird, diese Relativierung, wie ihn die AfD betreibt und wie auf den Hygienedemonstrationen der Querdenker zur Schau gestellt wird. Eine von meinen Bewohnerinnen, inzwischen leider auch verstorben, Miri Schönberger, war bei den Mengele-Zwillingen und hat ein Gedichtband geschrieben. Das ist sie als Jünger. Und eines der Gedichte, das sie geschrieben hat, lautet Auschwitz. Ich habe es übersetzt. Die Nacht stieg herab, Dunkelheit ringsum. Doch was ist das plötzlich? Woher das Licht? Der Teufel herrschte hier über alles. Das Licht der Finsternis erleuchtet die Nacht, weil das Licht, das hier leuchtet, vom Kamin der Verbrennung kommt. Miri Schönberger, die das geschrieben hat, war ganz besonders besorgt über die Holocaust-Relativierung. Sie hat es mitbekommen und es war ihr ein Anliegen, dass auch ihre Geschichte weitergetragen wird. Sie war wirklich geplagt von der Idee, dass nach ihrem Ableben und dem Ableben von den anderen letzten Zeugen das nicht mehr geglaubt werden wird, was sie durchgemacht haben. Elie Wiesel hat mal gesagt, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Und also das ist auch die Erinnerungspädagogik, wie sie funktionieren muss nach dem Ableben der letzten Zeugen. Ich war Mittwoch letzter Woche
Vaina Shiva. Gestorben ist, wenige Tage davor, der beeindruckendste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Buddha Maimon stammt aus Krakau und war mit seiner Familie im Ghetto. Betätigungsmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit der Bewohner vom Ghetto, da er erzählt, wurden immer weiter eingeschränkt und er hat den perfide ausgeklügelten Psychoterror der Deutschen beschrieben. Einerseits die Not der Juden immer weiter zu verschärfen und andererseits ihnen immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer zu lassen. Die Bewohner vom Ghetto, so hat er erzählt, konnten sich nicht vorstellen, wie weit die Grausamkeit der Nazis gehen würde. Und dann erreichten erste Nachrichten vom Massenmord an den Juden die Bewohner vom Ghetto. Juden und andere Zionisten haben verstanden, dass sie wie Lämmer zur Schlachtbank geführt werden, wenn sie nicht anfangen, sich zu wehren. Und weil sie nicht sterben wollten, ohne sich widersetzt zu haben, gründeten Juden und andere Zionisten die allererste Widerstandsbewegung auf polnischem Boden. Ich habe einen Filmausschnitt über Juda. Diese ganzen Filmausschnitte, bis auf den mit Moschi, sind von einem Dokumentarfilm. Ein Freund von mir, Florian Kraus, der über Wochen hinweg die Bewohner im Heim begleitet hat. Und mit Juda hat er und ich, wir haben zusammen ein ausführliches Interview gemacht. Und da jetzt, ich habe es untertitelt, da eine Sequenz draus. בקרקוב החליטו כשבאו אידיוט, וששמעו את זה, מה שקורה, המבוגרים לא, חשבו שזה לא נכון. המבוגרים, גם הציונים המבוגרים, כי קרקוב הייתה תחת השפעה של אמסטרדם, כולם דיברו גרמנית, גם אבא ואמא שלי דיברו גרמנית פרפקט. לא הייתה כמעט שפה, אין שפת אם כמעט הייתה להם, אין גרמנית. הם אמרו, לא יכול להיות. גרמניה התרבותית, כשיצא גדולי סופרים, גדולי פילוסופים, גדולי קומפוזיטורים, לא יכול להיות שהיא תעשה דבר כזה, תהרוג את כולם, לא יכול להיות, הם לא הבינו. אבל צעירים, כשבאו אידיוט, אמרנו שזה עובדה, עובדה שהם שולחים את כולם למוות, ואנחנו צריכים להתאגד בכוח. אגב, זה נלך סתם כמו צערנו טבח. ירגו אותנו אפילו לא נרים אצבע. ואז קמה תנועת התנגדות שנקרא החלוץ, בקרקוב, אני מדבר החלוץ הלוחם. החלוץ הלוחם זה פייטר, פיוניר פייטר. Dieser kämpfende Pionier hat sich mit anderen widerstandswilligen zionistischen Bewegungen zusammengeschlossen. Und die haben zwei Tage vor Weihnachten 42 Anschläge verübt auf Gestapo und SS in Krakau, was damals die Hauptstadt war vom Generalgouvernement, und viele Deutsche getötet. Und es war das allererste Mal, dass in dem besetzten Gebiet mit Gewalt gegen die Besatzer hervorgegangen wurde. Wir haben bei dem Interview gefragt nach der Motivation. Und die Motivation war eben tatsächlich, für die jüdische Ehre zu sterben. Also das war überhaupt nicht, diese Widerstandskämpfer haben nicht gedacht, dass sie überhaupt nur eine Chance haben zu gewinnen und auch keine Chance haben zu überleben. Es ging ihnen nur darum, mit der Waffe in der Hand zu sterben. Und die meisten von seinen Mitstreitern wurden gefasst, noch in der gleichen Nacht, ermordet und ins Gefängnis gesteckt, und er konnte entkommen, wurde aber 1943 gefasst und ins Montelupitsch-Gefängnis gesteckt, ein sehr berüchtigtes Gestapo-Gefängnis, und war dort einen Monat, wurde einen Monat eben gefoltert und verhört und kam dann nach Auschwitz als politischer Gefangener. Und er war eben sehr, sehr geschwächt schon, als er nach Auschwitz kam, und kam nach Buna-Monowitz und wurde dort Zwangsarbeiter und hat gearbeitet und wurde krank. Und im Krankenbau, den es in Auschwitz gab, durfte ein Patient nicht länger als 14 Tage sein. Wer nach zwei Wochen nicht gesund war, wurde ins Krematorium geschickt. Und er war am 13. Tag noch sehr krank,
hatte hohes Fieber und sollte am nächsten Tag in den Tod geschickt werden. Und vor seinem Tod wollte er unbedingt aber noch diese Geschichte von dem jüdischen Widerstand in Krakau weitergeben. Das war ihm sein letztes Anliegen. Und er hat es erzählt einem Pfleger, von dem er nicht wusste, aus welchem Grund er in Auschwitz war. Also die Pfleger und Schwestern waren nicht gekennzeichnet. Aber es stellt sich raus, dass es auch ein Jude war, 10 Jahre älter als er und Apotheker, weshalb er dort eben als Pfleger angestellt war. Und es stellt sich weiter raus, dass er in der gleichen zionistischen Jugendbewegung war wie er. Und es stellt sich weiter raus, dass er im Untergrund von Auschwitz war. Und sie haben Juda dann für den Untergrund rekrutiert. Also nach Rücksprache mit den Vorgesetzten wurde er als Neuzugang ausgewiesen und hat überlebt. Er hat sehr lange überlebt, also normalerweise hat man in Auschwitz nicht länger als 3 oder 4 Monate Maximum überlebt. Er hat sehr viel länger überlebt und ihm ist beim Todesmarsch nach 3 Tagen mit einer Handvoll Kameraden die Flucht gelungen. Und dann ist er zurückgegangen nach Krakau. והיום הכי קשה זה היה כשבאתי לקרקוב. וזה היה בשני לפברואר, ביום הולדת שני, 21, ואני באתי לקרקוב, בקרקוב שהיו 65,000 יהודים, לא היה מיוני, היו 600 יהודים. כל הבתים היו ריקים. כל הבתים שאני הכרתי, שהיו לי משפחה גדולה וחברים ומשפחה, ובקרים, הכל היה ריק. ורגע ראיתי אז איזה אסון קרה לעם יהודי. Also das ist wirklich der beeindruckendste Mensch, den ich hier getroffen habe in meinem Leben. Das ist, also dass er Widerstandskämpfer ist, schon das eine. Dann kommen noch ganz viele andere Sachen bei ihm in seinem Leben dazu. Ich habe Nachruf auf ihn geschrieben, auf Hagalil, wenn es interessiert. Juda war gut befreundet mit Antek Zuckermann und Zivia Lubetkin. Also Zivia Lubetkin war die Mitbegründerin der jüdischen Kampforganisation, die unter der Leitung von Mordechai Anilewitz den Aufstand im Ghetto Warschau gewagt hat. Und also in der Aufstand im Ghetto Warschau, da ist den Aufständischen gelungen, die Deutschen wirklich tagelang in Schach zu halten. Und der stellvertretende Kommandeur, also der Stellvertreter von Mordechai Anilewitz, war eben Antek Zuckermann. Der später haben Zivia und Antek geheiratet und die waren beide gut mit Juda befreundet. Zivia Lubetkin ist 1946 nach Palästina ausgewandert und hat dort dann eine Rede gehalten. Und zwar auf der Konferenz der Vereinten Kibbutzbewegung. Also sie ist dann im Zelt gestanden und hat einen Tag lang ohne Unterbrechung geredet. Es wurde später, alles was sie gesagt hat, wurde ein Buch draus. Sehr interessant. Sie hat geredet von den Tagen der Zerstörung und der Revolte, so heißt auch das Buch. Und unter den Zuhörern waren Yitzhak Sadeh und viele Palmach-Kämpfer und viele haben zum allerersten Mal vom jüdischen Widerstand gegen die Nazis gehört. Und dieser Widerstand wurde für die Kibbutzbewegung zum wichtigen Anknüpfungspunkt für den Kampf um den Staat Israel. Zivia Lubetkin und Anke Zuckermann haben am 6. Jahrestag vom Aufstand im Ghetto Warschau mit einer Gruppe von anderen jüdischen Widerstandskämpfern und Partisanen im Galiläa den Kibbutz Lochamea Getaot gegründet. Und Zuckermann hat beim ersten Spatenstich erklärt, wir sind hierher gekommen, um mit Leben erfüllte Häuser zu bauen. Bei einem Menschen, den ich kennengelernt habe, außerhalb vom Heim, wird diese Verbindung in seiner Lebensgeschichte besonders deutlich. Pesach Andermann ist einer von den Leuten, die eben jahrzehntelang auch nicht gesprochen haben über das, was ihnen passiert ist. Und dann hat er gesprochen und hat auch ein Buch geschrieben. Und das Buch ist interessant, weil es zur Hälfte eben beschreibt, was er durchgemacht hat, die Judenverfolgung und Judenvernichtung, die er bezeugen musste. Und der zweite Teil ist sein Leben dann in seiner neuen Heimat. Also im ersten Teil schreibt er, was ihm passiert ist. Und ich bin mit Pesach befreundet und wir haben uns schon oft getroffen. Und er hat 2013 für den Newsletter der Internationalen Schule für Holocaust-Studien geschrieben, ich war ein Junge von 12 Jahren und die Flucht war die einzige Waffe, die mir zur Verfügung stand. Scheint eine Zusammenfassung von dem ersten Teil von seinem Buch. Er stammt aus Buschatsch in Galizien.
Eine Stadt, die im Juli 1941 an die Nazis fiel und Pessachs Flucht von Deutschen oder vielmehr ihren Handlangern zog sich hin bis Juli 1944. Es waren viele schreckliche Sachen dabei. Einmal entkam eine Aktion im Ghetto auf den Heuboden, von dem er aus er beobachten konnte und musste, wie rund 40 Juden, die aus dem Ghetto geflohen waren und gefasst wurden, von ukrainischen Hilfstrupps der SS zusammengetrieben wurden und, um Munition zu sparen, mit Mistgabeln ermordet wurden. Und er hat sich das alles anschauen müssen und diese Bilder verfolgten ihn und verfolgen ihn bis heute. Pessach ist nach Kriegsende nach Palästina gegangen und kam dort in die Landwirtschaftsschule Mikwe Israel. Und er beschreibt es als seelischen, körperlichen und emotionalen Neuanfang, weil er hat Jahre wie ein getriebenes Tier leben müssen und nie eine Jugend gehabt. Nach 2,5 Jahren in Mikwe Israel beendet Pessach seine Ausbildung, seine landwirtschaftliche, und schließt sich mit Kameraden dem Kibbutz Mesuot Yitzhak im Siedlungsblock Gosh Etzion bei Jerusalem an. Und er schreibt, unterwegs nach Mesuot Yitzhak im Siedlungsblock Gosh Etzion wuchs die Erregung, stand unmittelbar vor der Verwirklichung eines Traums, in Eretz Israel den Boden zu bestellen, die Wüste zu bezwingen, dieses Stück Bergland bei Jerusalem zu besiedeln und dort tiefe Wurzeln zu schlagen. Am 11. Mai 1948 beginnt die arabische Legion mit 45 Panzerwagen den Siedlungsblock anzugreifen, um auf Jerusalem vorzurücken. Also die arabische Legion war die stärkste Armee der Araber zu der Zeit, von Briten aufgebaut und zu Teilen auch kommandiert. Und dieser Armee haben sich noch 10.000 Araber aus den Dörfern angeschlossen und es kam zu heftigen Gefechten am Felsenhügel dieser Verteidigungslinie vor dem Siedlungsblock. Und diese Gefechte haben zwei Tage angehalten. Also die Bewohner von diesem Siedlungsblock konnten diese Armee zwei Tage lang aufhalten. Und Ben-Gurion hat es später in seinem Tagebuch gewürdigt: Wenn es ein jüdisches Jerusalem gibt, danken wir dies vor allem den Verteidigungen von Gush Etzion. Pessach hat gesagt, dass sie ihre Stellung erst geräumt haben, als ihnen die Munition ausgegangen ist. Er hat beschrieben, wie heiß das Gewehr geworden ist und dass er es mit der Mütze anfassen musste. Und da er das Gelände wie kein anderer kannte, war er für den Abtransport von Verletzten verantwortlich. Und der damals amtierende Verteidigungsminister Barak hat ihm einen Brief geschrieben, den er mir stolz gezeigt hat. Der Felsenhügel, also es war 2008, der Felsenhügel, auf dem das erbitterte Gefecht stattfand, ist heute eine Gedenkstätte, besucht von israelischen Kindern und Soldaten, die, wie ich hoffe, die Geschichte ihres Heldentums von dort weitertragen werden. Pessach schreibt in seinem Buch: Ich hatte so viele Verfolgungen und Gefahren durchgemacht und immer wieder um mein Leben gekämpft, aber dem Kampf um Gush Etzion maß ich besondere Bedeutung bei. Hier hatte ich die Gewissheit, für ein heiliges Ziel zu kämpfen und nicht nur um das eigene Überleben. Und er schreibt: Ich persönlich war völlig einig mit dem Gedanken, dass dies der letzte Kampf meines Lebens werden könnte. Ich hatte wenigstens meinen Traum wahrgemacht, denn ich hatte Jerusalem verteidigt und meinen bescheidenen Beitrag zu Israels Wiedergeburt geleistet. Also es kam dann tatsächlich zu Massakern, aber Pessach und andere haben überlebt, gingen in jordanische Gefangenschaft. Und am 14.05.1948 wurde die israelische Unabhängigkeit verkündet. Und nach der Verkündung der israelischen Unabhängigkeit, also noch am gleichen Abend, in der gleichen Nacht, wurde der Staat angegriffen von 5 arabischen Armeen, die gekommen sind, in Vernichtungsabsicht. In seinem Geleitwort schreibt Pessach: Ich empfinde auch tiefe Trauer über den tragischen Tod mehrerer hundert junger Männer, Holocaust-Überlebenden, letzten Vertreter ihrer ermordeten Familien, die während des israelischen Unabhängigkeitskrieges ins Land kamen, sofort an die Front geschickt wurden und auf dem Schlachtfeld fielen. Viele sprachen kaum Hebräisch und hatten nicht mal eine Grundausbildung an der Waffe erhalten. Einige Männer, die mit mir in jordanischer Gefangenschaft waren, erzählten uns, sie seien direkt vom Schiff in erbitterten Gefechte an der Front bei Latrun in den Jerusalemer Vorbergen geschickt worden. Und einer dieser Männer, die auch in Latrun gekämpft haben, war eben Moshe Givon, den ich vorher vorgestellt habe, der in Auschwitz war. Und er war eben einer dieser Männer, die mit der Nummer am Arm in den Kampf um Latrun gezogen sind. Es war einer der heftigsten und brutalsten Kämpfe in diesem Unabhängigkeitskrieg. Da ging es um das Freimachen von der Strecke nach Jerusalem. Aber das haben die nie geschafft, die jüdischen Truppen, und hatten sehr hohe Verluste und darunter eben sehr viele Holocaust-Überlebende.
auch. Und er hat eben dort gekämpft, Seite an Seite mit vielen anderen Holocaust-Überlebenden, von denen viele auch gefallen sind. Aber er sagt, er wusste, dass mit dem jüdischen Staat nicht weniger als die jüdische Existenz überhaupt auf dem Spiel stand. Und dass es deswegen völlig klar für ihn war, dass er dort kämpft. Und sein Bruder, der einzige außer ihm Überlebende aus der Familie, der den Krieg in russischer Gefangenschaft überlebt hat und auch dann nach Eretz Israel ausgewandert ist, fiel eben auch in diesem Unabhängigkeitskrieg. 1967 standen die Zeichen erneut auf arabische Invasion. Und also diesen Befreiungskrieg, den hat ja Israel, also wie ja bekannt ist, dann gewonnen, trotz der Überlegenheit, also Überlegenheit in Personenzahl und in Ausrüstung und Waffen. Aber die Juden haben diesen Krieg gewonnen. Und 1967 kam es dann zur nächsten Anstrengung, Israel zu zerstören. Der erste Vorsitzende der PLO, Ahmed Jukairi, hat gesagt, dass alle Israelis, die den Krieg überleben würden, bleiben dürfen. Man hat aber hinzugefügt, dass er nicht davon ausgeht, dass es viele Überlebende geben wird. Und also die Leute konnten sehen in den Nachbarländern den wütenden Mob aus den Auslandssendern in Ägypten und die auch die Leute im Heim, die mir erzählen von damals, sagen, dass sie richtig Angst gehabt haben. Ihnen war klar, dass die Araber einen erneuten Versuch unternehmen würden, eben sie und den Staat und seine Einwohner zu vernichten. Und sie hatten doppelt so viele Truppen wie die Israelis, dreimal so viel Panzer und mehr als dreimal mehr Kampfflugzeuge. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, wo der damalige Kommandant, der Fallschirmjäger Uzi Narkis, dargelegt hat, dass die Belagerung von allen Seiten das Gefühl erzeugt hat, von aller Welt verlassen zu sein und dass sich dieses Gefühl mit der Erfahrung des Holocaust verbunden hat. Die Israelis aber kamen, und auch das ist bekannt, ihrer Vernichtung zuvor und konnten die militärische Auseinandersetzung für sich entscheiden. Der Sechstagekrieg ist ein exzellentes Beispiel für die Notwendigkeit einer überlegenen israelischen Streitkraft. Sicherheit für Juden kann nur von dem souveränen jüdischen Staat mit einem überlegenen Militär garantiert werden. Und das meint die israelische Staatsräson nie wieder. Sie meint, nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten ausgeliefert zu sein. Das ist eine ganz klare Konnotation, nicht so wie in Deutschland, wo es dies und jenes bedeutet. In Israel bedeutet es nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten wehrlos ausgeliefert zu sein. Die nächste konzentrierte militärische Anstrengung, Israel zu vernichten, kommt schon 1973, als ägyptische Truppen israelische Stellungen auf dem Sinai überrennen. Der Yom Kippur-Krieg ist ein schwarzes Kapitel in der israelischen Landesverteidigung und führt vor Augen, wie real die existenzielle Bedrohung für den jüdischen Staat tatsächlich ist, wenn die israelische Armee die Initiative verliert. In diesem Krieg ist der Sohn von Regina, die ich vorher beschrieben habe, gestorben. Es ist im Heim so, dass in Israel gibt es Gedenktage. Es gibt diesen Holocaust-Gedenktag. Der heißt Gedenken an die Opfer des Holocaust und die Helden des Widerstands. Und eine Woche später gibt es den Gedenktag für die Gefallenen der Kriege und für die Opfer des Terrors. Im Heim ist es so, dass die Bewohner am Gedenktag für die Opfer des Holocaust um ihre Angehörigen trauern, die von Deutschen ermordet wurden. Und eine Woche später dann um die Angehörigen, die der arabischen Aggression gegen den jüdischen Staat zum Opfer gefallen sind. Wer diesen Tag kennt, diesen gefallenen Gedenktag, das ist der traurigste Tag in Israel. Jede Familie hat Opfer zu beklagen. Also Menschen, die entweder dem Terror oder zum Opfer gefallen sind oder in den Kriegen gefallen sind. Das ist ein furchtbarer Tag, der eben daran erinnert, in dem gedacht wird. Und der nächste Tag und der Tag, in dem dieser Tag ohne Übergang übergeht, ist der freudigste Tag, den Israel überhaupt kennt. Das ist der Unabhängigkeitstag. Also der traurigste Tag, den Israel kennt, geht in den freudigsten Tag, den Israel kennt, unmittelbar über. Also so ein israelischer Feiertag oder Gedenktag beginnt ja abends. Das heißt, abends um 8 gibt es so einen Switch. Und aus tiefster Trauer wird größte Freude. Und das symbolisiert natürlich auch etwas. Das symbolisiert, dass Israel, der Staat, nicht auf dem Silbertablett präsentiert wurde. Während Juda im besetzten Polen für die jüdische Ehre gekämpft hat und keine Chance hatte, den vernichtungsantisemitischen Feind zu besiegen, hat der jüdische Staat eine Armee, die den Feind schlagen kann
Und die Bedrohung von Israel durch mörderische Antisemiten ist nicht nur Geschichte und endet nicht 1973. 1974 sterben bei einem Überfall auf Kiryat Shmona 18 Menschen, darunter 8 Kinder. Wenig später werden bei einer Besetzung von einer Schule in Maalot 22 Schülerinnen getötet. 1978 beginnt die PLO-Fraktion Fatah des Küstenstraßenmassaker, bei dem 38 Israelis sterben. Ich bin 41 Jahre alt. Israeli in meinem Alter hat miterlebt, Libanon-Krieg, erste Intifada, Skat-Raketen, zweite aus dem Irak, zweite Intifada mit mehr als 1000 israelischen Toten, zweiten Libanon-Krieg 2006, Auseinandersetzung mit der Hamas 2008, 2012 und 2014, Raketenalarme, Terrorwellen. Ich habe eine Tochter, die ist 9 Jahre alt und die Schule von meiner Tochter ist umzäunt und wird von einem bewaffneten Wachmann geschützt. Und als sie im Kindergarten war, hat sie Raketenangriffe miterlebt. Das heißt, sie mussten im Kindergarten lernen, wie sie sich zu verhalten haben bei Raketenangriffen. Pesach sagt in seinem Buch, noch heute sind wir bedroht und unsere Feinde versuchen, uns brutal zu terrorisieren. In aller Welt gibt es Menschen, die meinen, uns bei jeder passenden Gelegenheit kritisieren zu müssen, wobei teilweise auch antisemitische Beweggründe mitspielen. Sie sehen uns gerne schwach und armselig, ohne begriffen zu haben, dass der Israeli nicht mehr der schwächliche Jude ist, den sie aus der Diaspora kennen. Wir sind uns sicher, dass wir ein Anrecht auf unser kleines Land haben und werden, wenn nötig, darum kämpfen, in unserem eigenen Staat zu leben. Bei der Begegnung mit den Holocaust-Überlebenden, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina geflohen sind und dort zu Mitbegründern und Verteidigern vom Staat Israel wurden, wurde mir die Bedeutung von nie wieder klar. Wie ich es beschrieben habe, nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten wehrlos ausgeliefert zu sein. Und mir wurde auch viel über Deutschland klar. Mir wurde klar, dass die Existenz von Deutschland als Erbfolger vom Dritten Reich an die Bedingung der unbedingten Solidarität mit Israel geknüpft sein muss. Israel muss nach der Erfahrung des Holocaust als Heimstätte für Juden und materieller Verteidigungsort gegen eliminatorisch gesinnten Antisemitismus begriffen werden. Wie gesagt, Jude hatte keine Chance, den vernichtungsantisemitischen Feind zu besiegen. Israel hat eine Armee, die den Feind schlagen kann. Und diese unbedingte Solidarität mit Israel muss deswegen untrennbar verknüpft sein mit unbedingter Solidarität mit israelischen Streitkräften und jeder reagierenden und präventiven Verteidigung des jüdischen Staates. Und die Geschichte zeigt, dass der Androhung der Vernichtung die Vernichtungsanstrengung folgt und kein Appeasement den antisemitischen Wahn zu stoppen vermag. Heute propagiert der Iran eine Welt ohne Zionismus und greift nach einer Atombombe, mit der die erträumte Vernichtung Israels möglich wäre, direkt eingesetzt oder als Schutzschild für die Unterstützung von einem Abnutzungskrieg gegen den jüdischen Staat. Und während wir hier zusammensitzen, ich vortrage, Sie zuhören, richtet die vom Iran gesteuerte Hisbollah 150.000 Raketen auf Israel. Deutschland, dessen Existenzrecht nach Auschwitz nur mit der besonderen Verantwortung für den jüdischen Staat gedacht werden kann, darf die Augen nicht davor verschließen, dass die Ideologie, die der Vernichtung von 6 Millionen Juden zugrunde lag, heute vom iranischen Regime geteilt wird. Und wer es in Deutschland mit dem Imperativ nie wieder ernst meint, muss die Restaurierung der wirtschaftlichen Beziehung zum Iran von dessen Haltung zu Israel abhängig machen, von der Anerkennung Israels, von der Erwaffnung Hisbollahs. Ansonsten brauche dieses nie wieder wegen mir nicht zu bemühen auf allen möglichen Gedenkveranstaltungen. Vielen Dank, die 40 Minuten, die ich bekommen habe, sind vorbei. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Oliver. Und auch vielen Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, einige der Menschen, die du in diesem Heim betreut hast und auch noch betreust, kennenzulernen und auch dass du von ihren Erlebnissen und ihren Ängsten und Gedanken berichtet hast. Ich würde vielleicht als erstes fragen wollen, wie geht es denn jetzt eigentlich den Bewohnern in Zeiten von Corona und den Lockdowns und welche Themen, was beschäftigt Sie im Moment besonders? Also im Heim gilt seit März
strenges Besuchsverbot. Es dürfen keine Angehörigen ins Heim. Das ist natürlich das alles dominierende Thema. Es ist eine ganz besondere Tragik, weil für die Überlebenden ihr später Sieg über die Nazis ihre Familien sind. Und von diesen Familien sind sie jetzt isoliert. Das wurde dann nach einigen Monaten gelockert. Also es darf immer noch niemand ins Heim. Die Leute sind sehr alt. Corona würde dort sehr tödlich sich ausspielen. Was erlaubt ist, ist, sich draußen in gebührendem Abstand mit Maske gegenüberzusitzen. Aber das wiederum führt zu einem Verlangen, die Angehörigen zu umarmen. Und was nicht geht. Also das ist in jeder Hinsicht schlimm, Corona. Und man tut im Heim eben, was man kann, um den Schmerz zu lindern. Aber es ist natürlich niemandem der Kontakt zu den Angehörigen zu ersetzen. Also der direkte, körperliche auch Kontakt. Und du hast ja eben auch erzählt, dass eben die Angst da ist vor der Leugnung und vor der Relativierung des Holocaust. Wie sehen denn die Menschen im Hinblick darauf auf die Entwicklung in Deutschland? Auch wie hier zum Beispiel an die Shoah, den Holocaust erinnert wird. Interessiert Sie das? Wie informieren Sie sich darüber? Was kannst du denn dazu sagen? Ja, also es gibt jetzt kein spezifisch ausgeprägtes Interesse daran, was ausgerechnet jetzt in Deutschland auf der Straße passiert. Aber natürlich ist so, dass man so ganz arge Auswüchse hier auch mitbekommt. Vergleiche mit Anne Frank, dann diese gelben Sterne. Das ist natürlich furchtbar. Das ist die größte Beleidigung, die man sich für einen Überlebenden überhaupt nur vorstellen kann. Und also das, darauf reagieren die Leute natürlich schockiert. Und für viele bringt es auch ihr Bild von Deutschland ins Wanken. Viele hatten die Idee, dass sich die Deutschen irgendwie geändert und geläutert haben. Das hat schon 2014 eine arge Einschränkung erfahren, diese Idee mit diesen antisemitischen Demonstrationen, die groß berichtet wurden. Aber was jetzt gerade passiert, ist gleichfalls schockierend. Also auch, also gerade aus Deutschland und wenn dort so, also mit diesem Stern dann rumgelaufen wird, in ungeimpft und so, es gibt ja keinen klaren Ausweis davon, dass man nichts verstanden hat einfach. Und diese ganze Geschichte nicht begriffen hat und wer dann irgendwie die Sorge hat, dass der Holocaust irgendwie relativiert werden wird nach seinem Ableben, der hat es jetzt schon, also kann es jetzt schon erfahren, während er noch lebt, was eigentlich noch schlimmer ist. Du hast ja eben auch gesagt, dass durch die Zeugenberichte eben auch, man gibt sozusagen das Zeugnis weiter, weil man damit einfach die Erinnerung wachhalten will, aber eben auch vor der Gefahr warnen will, dass sowas überhaupt nochmal passiert. Sind denn von den Bewohnern auch welche, die dann an diesem Sozialzeugenprogramm teilgenommen oder mitgemacht haben, die ihre Geschichte erzählt haben? Also es gibt verschiedene Bewohner, die Bücher geschrieben haben, im Heim dann vor allem. Also Bewohner auch, die ganz außergewöhnlich interessante Biografie haben. Manche davon habe ich porträtiert auch. Und dieses Porträtieren war auch immer unter dem Einverständnis, beziehungsweise waren die Leute, kamen zum Teil auch auf mich zu. Also das ist das eine, was an Zeugnisweitergabe ist. Das andere sind die Bücher, die sie geschrieben hat. Miri hat diesen Gedichtband geschrieben. Andere haben so biografische Bücher geschrieben. Manche in kleiner Auflage für die Familie, manche in größerer Auflage. Mehrere Bewohner haben ausgesagt beim Eichmann-Prozess, diese
Dieser ganze Prozess wurde ja von Yad Vashem jetzt hochgeladen und ist einsehbar, die einzelnen Zeugenaussagen. Manche haben bei diesem Programm von Spielberg mitgemacht. Das, was wir von Moshe gesehen haben, war auch aus dem Spielberg. Und seine Tochter, das ist ganz interessant, die findet es total wichtig, dass seine Geschichte weiter erzählt wird. Und die fragt mich die ganze Zeit nach den Möglichkeiten, das zu untertiteln, weil die hätte gern, dass es in Deutschland bekannt wird, die Geschichte von ihrem Vater. Und andere Bewohner sind in Büchern, wo mehrere Geschichten gesammelt sind, als Kapitel drin. Und was man auch sagen muss, in letzter Zeit gab es viel Zeitungen und Fernsehen, also vor Corona, die gekommen sind. Und plötzlich gibt es da so ein Rieseninteresse dran, die letzten Zeugen zu porträtieren. 2017 gab es eine Faktsendung aus dem Heim. Und es gab sogar irgendwelche Sachen fürs deutsche Fernsehen, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe gar nicht alles mitbekommen, was es da gab. Und dieses Interview mit Judah, das ist eben Teil von diesem unglaublich großen und reichen Filmmaterial, das der Florian Kraus hat, in dem auch ganz, ganz viele Zeugenaussagen auch nochmal mit drin sind. Also es ist viel, viel gesammelt worden tatsächlich. Ist der und einsehbar. Ja, von diesem, der Film von Florian Kraus, ist das ein Film, der auch in Deutschland gelaufen ist, oder ist das eine Dokumentation, die er... Es gibt noch keinen Film, es gibt nur Material. Ach so, Material. Okay. Wir sind darum bemüht, dass ein Dokumentarfilm daraus entsteht. Das ist, wie man vielleicht aus den kleinen Ausschnitten gesehen hat, ganz großartig und wertvolles Material, das er dort zusammengetragen hat. Wir sind bei der Suche noch nach einem Produzenten dafür. Und du hast ja auch gesagt, du hast auch über Bewohner geschrieben. Kann man das denn irgendwo nachlesen? Also ja, ich hab viel auf Hagalil geschrieben, aber auch für andere Zeitungen. Aber ich habe es die Links gesammelt zu dem, was online verfügbar ist. Auf meinem Blog gibt es einen Menüpunkt, Veröffentlichung. Und da kann man es nachlesen. Das sind auch die anderen Artikel, die ich geschrieben habe, die nichts damit zu tun haben, aber auch diese ganzen Geschichten. Und vieles habe ich auch in den Blog-Einträgen, drin. Ich habe auch über Leute Kurzporträts geschrieben und die habe ich auch gesammelt. Also wenn man auf meinen Blog geht, sieht man das unter die letzten Zeugen, habe ich das, glaube ich, genannt. Das sind so kurze Porträts von Menschen, mit denen ich arbeite, und die ausführlicheren Porträts, die sind dann in den Artikeln oder in den längeren Blog-Einträgen. Du arbeitest ja auch, ich weiß nicht, ob du das am Anfang gesagt hast, für die Wiener Library, also Wiener, ich dachte erst nach der Hauptstadt, sondern nach Theodor Wiener, einem deutschen Juden, der ja 1933 nach Amsterdam geflohen ist, dann später nach England, und der auch ein Holocaust-Archiv aufgebaut hat und auch über den Nationalsozialismus in Deutschland allgemein. Und es gibt ja eben die Bibliothek auch in der Universität in Tel Aviv. Was machst du denn da? Also hat das auch was mit dem Erinnern zu tun? Ja, also ich arbeite dort nicht mehr. Ich habe dort bis vor kurzem gearbeitet. Und was ich gemacht habe, war das Katalogisieren und Verschlagworten von digitalisierten Dokumenten. Also die haben diese Dokumente, das sind alle haben mit dem Holocaust zu tun. Es sind zum einen von der Seite der deutschen Gesprächsprotokolle Briefe von sehr hochrangigen Nazis und zum anderen auch Dokumente von Juden, Briefwechsel und mehrere Prozesse auch, also der Berner Prozess, Eichmann-Prozess und andere Prozesse. Die Protokolle liegen auch bei uns. Und man liest es dann durch, also das natürlich habe ich den Job
damals auch bekommen, weil ich Deutsch als Muttersprache habe. Man liest dann irgendwelche, also das ist so in so Files eingeteilt. Ich hatte zum Beispiel Aufbau von einer Zivilverwaltung im Ostland. Und das ist schon heftig, was man dann dort alles zu lesen bekommt. Also mit welcher, ja, wie das organisiert und geplant wurde alles und wie deutsch das eigentlich dann auch war. Also diese das dann zu lesen zu müssen, dass hier eine Erschießung irgendwie abgesagt wurde, weil der Boden irgendwie zu gefroren ist, um Gräber auszuheben. Und wie irgendwelche Beschlüsse gefasst werden und Diskussionen entstehen darüber, ob man alle Juden in einem bestimmten Ghetto umbringt oder ob man die Ärzte noch am Leben lässt oder ob man irgendwelche Handwerker noch am Leben lässt und dann die verschiedenen Interessen, die dort reinspielen und dann auch. Also das aus der Pfeil und dann so viel so Machtkämpfe auch zwischen der SS und der Wehrmacht und der Zivilverwaltung und Kompetenzrangeleien und Streitigkeiten, die dann dort stattfinden. Und aber über, also während man diesen Holocaust dann gemacht hat, auch in der ganzen Planung und die Sachen hatte ich auch damals in Lublin mit Lobotzik und es ist schon total heftig, vor allem wenn man dann die beiden Seiten hat. Also ich habe ja die Menschen, mit denen ich arbeite, die das erlebt haben und ich habe eben durch die Arbeit in der Wiener Library den Einblick bekommen in die Köpfe von denen, die es gemacht haben. Aber Ursula, wir haben auch schon Fragen bekommen. Hörst du mich, Ursula? Okay. Ich habe mich gerade wieder eingeschaltet. Wir haben zurzeit keine weiteren Fragen aus dem Zuschauerkreis. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Die Uhr tickt. Sehr gerne. Ich dachte, du hast eine zur Staatsversorgung gehabt. Ja, das war sozusagen meine eigene Frage gewesen noch. Die wollte ich dir weiterleiten. Aber das ist keine Frage aus dem Publikum gewesen. Ja, kannst du ja trotzdem stellen. Ich kann sie trotzdem stellen. Das ist allerdings jetzt ein krasser Bruch zu dem, wo wir zuvor gesprochen haben. Du hattest ja auch zum Schluss ein großes Stichwort gehabt, nämlich das Stichwort israelische Staatsräson. Und eben erwachsen aus dem Nie wieder, aus den Erfahrungen des Holocaust. Die konkrete Frage ist, was erwarten oder erwarten Sie überhaupt was? Was erwarten die Heimbewohner von der deutschen Regierung zur Unterstützung gegen den von dir genannten eliminatorischen Antisemitismus? Also in dem Interview mit Judah kommt die Sprache auch genau darauf. Weil er war unter anderem auch nach dem Krieg bei den Rächern. Also er hat mit Kameraden einen Anschlag verübt auf das Strafgefangenenlager in Nürnberg, wo die Angeklagten von Nürnberger Prozessen inhaftiert waren. Und er hat das als Fortsetzung von dem Kampf gegen die Deutschen gesehen, weil er das Kriegsende nicht akzeptieren wollte. Also er hat gesagt, die ganze Zeit, wo die Deutschen die Oberhand haben und jetzt, wo wir die Oberhand haben, ist der Krieg plötzlich vorbei. Und er hat es nicht akzeptiert, dass der Krieg vorbei ist. Aber er sagt, dass er heute anders denkt und für ihn diese Phase von dem sich gegenseitig umbringen, also vorbei ist. Und er auch keine Rachegedanken mehr hat und auch niemanden mehr umbringen möchte. Und für ihn hat sich das geändert, als Israel mit Deutschland diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Und er sagt sogar, dass er die Deutschen heute als Verbündete sieht. Er sagt, man kann nicht die Deutschen gleichzeitig irgendwie bekämpfen und gleichzeitig als Verbündete haben. Aber er sagt, dass das auf keinen Fall passieren darf. Dass vergessen wird, was war, das ist das eine. Er hat sich spezifisch nicht dazu geäußert, was er von Deutschland erwartet, also, oder hat beziehungsweise nur gesagt, dass er erwartet, dass es nicht vergessen wird. Aber ganz konkrete Forderungen, die gestellt werden an Deutschland, habe ich jetzt von den Leuten im Heim nicht vernommen, aber
was hier in Israel von vielen Leuten in Deutschland erwartet wird, ist eben diese Kollaboration mit dem Iran aufzugeben. Das ist ja ein Unding. Dass man einerseits bei Jahrestag von der Befreiung von jedem KZ und von jedem Datum beteuert, aus der Geschichte gelernt zu haben und beteuert, dass nie wieder passieren darf, und dann gleichzeitig eben mit dem iranischen antisemitischen Regime, das die Vernichtung von Israel als seine Staatsraison hat, kollaboriert. Also das ist ein ganz krasser Widerspruch. Also das ist das, was sich ändern muss. Das ist ein Riesenwiderspruch, der kann nur dadurch aufgelöst werden, dass man aufhört, mit dem Iran zu kollaborieren. Oder dass man sagt, okay, wir kollaborieren mit dem Iran und dann aber zumindest aufhört, irgendwie überall zu sagen, nie wieder. Ja. Und was, also das hat einerseits, natürlich wird es sehr wertgeschätzt, die Unterstützung, die Deutschland Israel zukommen lässt. Also diese U-Boote sind von sehr großer Bedeutung für die israelische Landesverteidigung. Und diese Kollaboration mit dem Iran, die steht dem, also dann auf der anderen Seite entgegen. Ich kann jetzt nicht einen Heimbewohner dazu zitieren, aber genügend Israelis. Und es ist auch meine Meinung, dass dieses ganze Gedenken völlig wertlos ist, wenn nicht man daraus eine Lehre zieht. Man behauptet ja ständig, man hätte die Lehren gezogen aus der Vergangenheit, aber diese Kollaboration mit dem Iran beweist einfach, dass überhaupt gar keine Lehre aus der Vergangenheit gezogen wurde. Allein diese Idee, dass man diesen Antisemiten mit Appeasement beikommen kann, ist ja eigentlich eine Verhöhnung von der Geschichte. Wenn man jetzt zur aktuellen Politik eben auch zurückkommt, da gibt es ja diese Abkommen mit den arabischen, mit einigen arabischen Staaten. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch diese die Spaltung auch in der, ja, arabisch kann man jetzt sagen, weil der Iran nicht arabisch ist, aber in der in diesem Gegensatz Saudi-Arabien und einige arabische Staaten und auf der anderen Seite eben Iran mit seinen Ablegern, sage ich jetzt mal, Hezbollah, Hamas und auch in Syrien, wo er Stützpunkte hat. Wie sieht man denn das? Also wird dadurch die Angst vor der Bedrohung kleiner, oder ist sie jetzt auch dadurch, also beispielsweise jetzt durch die Drohung aus dem Iran, weil dieser Atomphysiker ermordet worden ist und der Iran ja dafür die USA und Israel also beschuldigt, das Attentat ausgeübt zu haben, ist da? Was ergibt sich daraus? Also es gibt ja dieses Sprichwort, zwei Juden, drei Meinungen, und es trifft fast bei jedem politischen Thema hierzu, sei es die Zwei-Staaten-Lösung oder auch jedes andere Thema. Aber es gibt auch ein Thema, bei dem es eine Einigkeit gibt hier, und das ist der Iran. Der Iran ist eine existenzielle Bedrohung, und er wird als solche von allen Leuten wahrgenommen. Und jeder Schritt gegen den Iran ist ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt. Sei das die Aufkündigung von dem Atomabkommen durch Trump, sehr guter Schritt. Jetzt die Befürchtung, dass Biden es wieder aufnimmt. Verbündete zu finden gegen den Iran, sehr gut. Also das ist natürlich, also dieser Frieden mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und Staaten, die noch folgen werden, ist aus vielen Gründen gut. Aber hinsichtlich der iranischen Bedrohung natürlich auch. Also das wird durchweg positiv gesehen, weil der Iran durchweg als Existenzbedrohung hier wahrgenommen wird. Da ist sich auch die Regierung und die Opposition, also die jüdischen Parteien in der Opposition, sind sich dort auch einig. Also Yair Lapid hat vor ein paar Jahren in der deutschen Zeitung, ich glaube in der Zeit, einen Artikel darüber geschrieben, und da ist kein Unterschied festzustellen von seiner Standpunkt gegenüber dem Standpunkt von den Regierenden in Israel. Also das ist dann alles, was gegen den Iran
Also nicht gegen die Iraner. Die Iraner, die Israelis haben überhaupt nichts gegen den Iraner. Iran und Israel, die iranische Bevölkerung ist in Israel nicht, steht in keinem schlechten Ruf. Zwischen Iran und Israel hat es ja auch gute Beziehungen mal gegeben. Und das iranische Volk, da haben die Israelis überhaupt gar nichts gegen das iranische Volk. Im Gegenteil, die bewundern den Mut von den Iranern, die schon mehrfach auf die Straße gegangen sind gegen das Regime. Aber das Regime ist ein antisemitisches Regime, das ihr mit der Bedrohung droht. Die Palästinenser drohen auch mit Vernichtung, aber die haben überhaupt nicht die Mittel dafür. Also das ist halt dann sehr ärgerlich, was die veranstalten. Und auch tragisch in vielen Fällen führt es zu Toten, aber es ist überhaupt keine existenzielle Bedrohung für Israel. Die Palästinenser, auch wenn sie noch so sehr Israel vernichten wollen, haben sie keine Mittel und Wege. Beim Iran sieht es anders aus. Die Hisbollah ist eine krasse Terrororganisation, stärker als die meisten regulären Armeen in den meisten Ländern der Welt. Kriegserprobt, hochgerüstet. Und der Iran selber mit seinem Griff nach der Atombombe, jetzt wurde bekannt, dass er gerade in Syrien eine zweite Front aufbaut. Also das ist eine richtig krasse Bedrohung. Ursula, hat sich Anna gemeldet? Leider nein. Okay. Keine weiteren Fragen. Ja gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Konferenz. Ich danke Oliver nochmal ganz herzlich für den Vortrag und die Eindrücke, die wir gewinnen konnten. Und sage herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank fürs Einladen. Thema, schweres Thema, ich weiß, nichtsdestotrotz wichtig. Und ja, vielen Dank auch, dass ich meine Eindrücke teilen durfte. Dank euch. Dankeschön. Tschüss.